Auch. Mhm. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, fünf Männer alleine im Wald ist leider kläglich an der Anzahl der Männer gescheitert. Es waren am Ende nur noch drei oder vier. Deswegen starten wir das Projekt im Endeffekt einfach unter dem Projektnamen Minecraft mit der Community. Ne? Neu. Mir ist da noch kein Kürzel für eingefallen. Mir ist auch noch kein Name eingefallen. Ich sehe gerade, dass ich die Webcam anhab. Hallo. Ja, gut, lassen wir jetzt an. Ist egal. Mit dabei heute und dann auch in den nächsten Folgen, immer wenn er Zeit hat, der Benny. Hallo. Ihr kennt den ja schon aus dem LS. Aua! Genau. Gerd war's. Guck mal hier. Übrigens, Benny und Gerd sind Zwillinge. Frauen. Muskelbepackt. So. Ich würde sagen. Ah ja, okay. Haust du ab jetzt? So, ich bin schon mal produktiv, während ihr euch auf die Ömer haut. Ja, ich auch. Ich auch. Wir sollten nämlich produktiv sein. Also wir arbeiten wieder, ja. Wir arbeiten wieder im Survival-Mode, ganz klar. Es wird alles gebaut und angebaut und bla blub und ja, ihr kennt das. Genau. So. Ich wäre übrigens stark dafür, dass wir irgendwo hingehen, wo wir Tiere um die Ecke haben. Ja, ne? Weil Ankommen. Sonst ist Überlebenschance nicht so hoch. Bin übrigens... Du musst jetzt genau denselben Baum nehmen, ne? Mein Baum. Mein Baum. Ey. Mein Baum. Geh weg jetzt. Alter. Ey. Alter, nein. Lass das sein. Ja, verpiss dich. Weißt du, wir stehen mitten im Wald, aber Mayo muss genau den Baum nehmen, den ich auch habe. Ja, klar. Ja, Trotzkopf. Ist doch völlig egal. Was brauchen wir denn alles? So, ich hätte gern Birkensetzling, dann können wir von mir aus abhauen. Danke. Also Holz ist erstmal wichtig, Gerd. Genau. Alle Sorten oder nur eine Sorte? Das ist völlig egal. Hauptsache Holz. Holz vor der Hütte, ne? Ich hoffe, dass wir im Talk sind, ne? Was? Wir sind was? Wir sind noch im Talk, sehe ich gerade. Echt? Ja. Ja, hoppala. Das ist mir gerade eben nur aufgefallen. Also ich habe zwei Setzlinge. Nick, schiebst du uns runter? Ich kann leider tatsächlich relativ schlecht, weil ich sonst ein bisschen Angst habe mit der Aufnahme, dass das abkackt. Okay, ich mach. Na? So. Guten Tag. Du hast schon geschoben? Ich hab schon geschoben, ja. Auch alle? Weil der Rest ist so ruhig. Seid ihr alle da? Also ich bin noch oben an diesem, an der Werkzeugkiste-Dings. Benny, kannst du hier reden? Benny kann hier nicht reden. Sollen wir vielleicht in Moment, nee. Marionetten privat. Nein, Benny kann hier gleich reden. Benny kriegt jetzt ganz kurz mal die andere Gruppe. Benny, kannst du jetzt hier reden? Nein, kann er nicht. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja. Machen wir jetzt anders. Weil ich gerade nicht weiß, wie ich sonst anstellen soll. Stimmt, jetzt habe ich mir zwei Äxte gemacht. Dreck. Benny, kannst du jetzt reden? Der Benny müsste eigentlich reden können. Ich nehme mir mal gerade eine andere Gruppe weg. Ist der Benny gemutet? Weil ich habe den Benny jetzt mal gerade zum Support gemacht. Der müsste eigentlich reden können. Hoppala. Benny, kannst du jetzt reden? Hä? Das kann nicht sein. Also er müsste reden können. Schieb mal woanders hin. Da oben kann er reden.
Hier und Benny, jetzt kannst du reden. Ja. Okay. Ah, ja. Das sehr hat schön. Irgendwie. Du bist jetzt im Moment ganz kurz mal einfach Support. Ja. Warum geht jetzt mal Minecraft so, nicht mehr? Alter, gibt's hier noch was anderes als Wald? Jetzt geht Minecraft auch wieder. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr. Hier bin ich. Ich würde tatsächlich. Ich weiß nicht, wollen wir hier in der Nähe bleiben? Also ich muss sagen, hier so mitten im Wald, das ist ja alles vollgebuchert, hier würde ich nicht unbedingt bleiben. Ja, aber da sind Schafe. Wäre so eine etwas freiere Fläche schon schön, aber ich werde jetzt definitiv mal die Schafe abschlachten da hinten. Ja, fick dich. Ich habe übrigens nur Octopussy! Noch 6,5 Herzen. Octopussy! Ich hol mir den Octopussy. Mario hat was gefunden. Ja, Octopussy. Ah! Ich verkloppe Octopussy mit einem Birkenklotz. Octopussy down. Hui. Da ist auch ein Schaf. Komm her. Wie wär's eigentlich, wenn du dir mal ein Schwert machst? Ich hab gehört, dann geht's leichter. Das ist zu einfach. Genau, ist viel zu einfach. Ich hab das jetzt mit einem Birkenklotz. Hier, mein Birkenklotz. Stimmt, da war ja was. Der Birkenklotz des Todes. Ah, ne, Moment, muss ich mir erstmal eine Box craften, ne? Ja, oder du benutzt eine, die da rumsteht. Nö, ich hab mir jetzt eine Workbench gecraftet. Meine stand da noch rum, kann das sein? Ja, die steht hier auch noch rum. Ja, okay, alles klar. Kohle habe ich übrigens auch schon gefunden. Ey, das ist gar kein so schlechter Start irgendwie gefühlt. Wobei wir trotzdem möglichst bald gucken sollten, dass wir irgendwo was finden, wo wir uns niederlassen und wo wir dann auch Sachen anbauen. Mhm. Weil, wir hatten das letzte Mal Minecraft Survival ja echt Probleme mit dem Essen. Ja. Ja. So. Wie mache ich denn nochmal die Stäbe? Ach so, danke. Schon rausgefunden. So. Wo seid ihr denn? Immer noch da, wo wir gespawnt sind? Ja. Also ich bin da, wo wir gespawnt sind, ja. Okay, alles klar. Dann hoffe ich, dass ich da jetzt hin zurückfinde. Ja, wow, ich nehme mich nicht. Hallo, Nick. Also, bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir. Ja. Mario, gut, hinter dir. Dann kannst du Benny ist hinter mir. Ja. Ach. Da oben seid ihr. Benny, die hübsche Frau. So, weil ich habe hier nämlich so ein paar Sachen gemacht. Also wir könnten theoretisch für uns alle Betten machen, dass wir übernachten können. Dass hier nicht unbedingt direkt Mobs spawnen. Ja, das wäre... sinnvoll. Genau. Okay, alles klar. Hat noch irgendwer die Workbench? Ja, ich. Gut, stell die mal auf. Den Ofen packe ich mal direkt daneben. Mach mal hier Camping. Oh, hey, Minecraft-Projekt. Projekt Camping. So, ich brauche noch ein bisschen Holz. Holz? Ja, ich farm schon selber. Früher oder später brauche ich sowieso mehr. Ich habe übrigens auch einen Birkensetzling, nur so am Rande. Ich hab 11 Eichensetzlinge, Birkensetzlinge. Irgendwie habe ich hier alles Mögliche. So. Hauptsache die Nacht überstehen. Scheiß mal gerade drauf, wie das jetzt hier aussieht. So, ihr könnt euch dann übrigens ein bisschen Fleisch rausnehmen. Ich habe da 16, müssten jetzt gleich fertig gebrannt sein. Weiter kommen wir nicht mit der Kohle, die wir da drin haben. Ja. Wobei, ich kipp noch ein bisschen Holz nach, dann passt das. Ach, ich bin so ein dummer Idiot. Ich will mir eine Axt machen und nehme anstatt das Holz, eine Tür anbieten. Ich habe einen Apfel! So. Sehr gut. Den esse ich auch jetzt, ich habe Hunger. Warum kann ich den nicht essen? Aha, doch, jetzt. Doch, so. Kannst du.
Ja, wir können uns dann auch gleich schon schlafen legen. Ich leg noch nicht. Ich leg übrigens noch Fleisch dazu, ne? Ja, ja, mach das. Ich pack da noch Holz rein, dann kann das braten und wir können uns. Benny, wo bist denn du? Ach da. Wir können uns von mir aus ins Bett legen. Brauchen wir nicht noch. Ja, hat Gerd auch ein Bett? Ah, ja. Ich habe 4 Betten gebaut. Perfekt. Guten Morgen. So, Fleisch fertig. Wie sie alle hier stehen. Ja, erstmal, ne, ja. Schinken, Frühstück. Grüße an Chris. Ja. Ich hab Leute, wie geil ist das denn? Was denn? Die Betten federn sogar, wenn man drauf springt. Echt? Oh ja. Cool. Ich habe übrigens... Wir sind übrigens auf der neuesten Version. Ja, wir sind auf der 1.12 mit Optifine. Der Nick benutzt einen Shader, ich nicht. Genau. Übrigens... Hoppala. Genau, für die es interessiert, Texturpack, Ressourcenpakete. Ich hab ein Schaf gesehen. PureBD Craft. Genau, und es ist der Zeus-Shader. Zeus. Ja. So, ich muss mal... Salatwürfel. Rüben war heiß, Zunge verbrannt, was für eins heiß. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir lassen das noch fertig braten. Jeder nimmt sich da ein bisschen was raus und dann suchen wir nach einem geeigneten Ort, oder? Ja, ich muss noch gerade Liquid nachfüllen. Ja, das Fleisch braucht sowieso noch ein bisschen. Ja, das ist okay. Das sieht bestimmt lustig in der Webcam aus. Ein Glühwein, zwei Glühwein. Nein, du kannst das nicht. Nein, du kannst das nicht. Moment, meine Frau hat mir das Bild doch geschickt, ne? Ja. Ja, ich bin auch gerade am gucken. Moment, du hast ja in die Gruppe geschickt. Ja, genau, habe ich. Also das geht so. Das geht... Ein Glühwein, zwei Glühwein, drei Glühwein, Ja, genau. So geht das. Ja. Ah ja. So, So, was, wie? Ja, jetzt kann doch eigentlich jeder sein Bett mitnehmen, oder nicht? Genau, jeder nimmt ein Bett mit. Und wir hatten jetzt noch kein Fleisch, beziehungsweise wie viel Fleisch habt ihr denn? Ich hab 9. Ich hab noch gar keins. Komm irgendwie gerade nicht zu euch. Ich hab jetzt 2. Du kommst nicht zu uns, Moment. Wo bist du denn? Ich hab ein Schaf erlegt. Gerd ist weggerannt? Okay. Ich hab ihn da hinten gerade sowieso gesehen, aber so geht's natürlich auch. Ich hab jetzt 3 Fleisch. Schon wieder nur am Cheaten, der Mario. Ich cheate nicht. Ich habe Gerd geholfen als unbeholfener Minecraft-Spieler. Halt's Maul, ich cheat gar nicht. Doch, du cheatest. Ich würde mir aber gern noch ein Steinschwert oder so machen. Ich gehe mal schnell hier Steine abbauen. Ach, das kann ich Ofen und Werkbank schon mitnehmen? Kannst du machen, ja. Wobei, wenn du dir ein Schwert machen willst, dann kann ich die Werkbank noch nicht mitnehmen. Nee. Der hat ja lachen, wenn ich hier jetzt Kohle finde, ne? Ja, ich habe vorhin noch irgendwo Kohle gesehen. Da gehe ich jetzt mal nachgucken. Soll ich euch auch Steinschwerter machen? Kannst du gerne machen, ja. Ich hab schon eins. Ich hab noch keins. Aber ich hab gleich eins. Da oben habe ich nämlich Kohle gesehen. Die hole ich jetzt noch kurz. Ja, Kohle wäre ganz sinnvoll. Weil dann müssen wir das Holz nicht verballern. Ja. Gut, wir könnten theoretisch auch Holzkohle machen, wenn es die normale Kohle ausgeht, ne? Ist ja eigentlich recht simpel herzustellen. Eigentlich. Da hinten sind noch mehr Schafe. Also ich würde prinzipiell mal in die Richtung hier gehen. Ich hole es gleich ab. Wieso steht hier ein... Ach, da hinten steht noch eine Workbench. Das ist nix, ne? Die baue ich. Die Gerd mit einer Hacke den Stein abzubauen. Funktioniert so semi-gut. Ja, es funktioniert aber... Lieber Gerd. Ja, du kriegst aber nichts raus. Lieber Gerd, da nimmt man eine Spitzhacke für, ne? Also. So, Mario, kommst du zu uns? Ja, ich komme jetzt. Ich hab mir. Weißt du auch, wo wir sind? Oder soll ich die abholen? Moment. Soll ich mal die ganzen Betten da einpacken? Ich kann die ja dann nachher wieder aufstellen. Ja, kannst du machen.